Kämpfe verbinden, Normen überwinden. Die Pride Parade 2019. Pride Parade. Wir freuen uns, dass so viele von euch da sind. Dieses Jahr starten wir hier an der Janowitzbrücke und nehmen eine neue Route. Wir beenden die Parade wie gewohnt am Café Südblock in Kreuzberg. Wir wollen uns zeigen, so wie wir sind, und zwar überall. Auch hier in Berlin-Mitte sollen die Leute mitkriegen, welche Themen für uns wichtig sind. Gemeinsamkeiten rausfinden, statt Unterschiede zu Hürden machen und zusammen gesellschaftliche Normen wegfeiern. Die Gesellschaft sagt zum Beispiel, du sollst gesund sein, du sollst dünn sein, du sollst schnell gehen. Hören, mit deiner Stimme für alle anderen verständlich sprechen und sehen können. Du sollst ein eindeutiges Geschlecht haben. Du sollst heterosexuell lieben, also nur Menschen, die ein anderes Geschlecht haben als du selbst. Du sollst arbeiten und so weiter. Laura Mensch aus dem Moderatorenteam lässt sich die Haare von der Assistentin richten. Was ist denn für dich das Besondere an der Pride Parade? Also die Behindert und Verrückt feiern Pride Parade ist für mich was Besonderes, weil es eben Menschen mit psychiatrischen Diagnosen vereint und Menschen mit Behinderungen. Das ist auch so ziemlich das Einzigartige daran. Und die wird auch von Betroffenen organisiert und von deren Verbündeten. Dann kommen auch Sachen zur Sprache, die unangenehm sind, wie zum Beispiel der Negativpreis Glitzergrücke, der dann verliehen wird für besonders diskriminierendes Verhalten. Wichtig ist eben auch, dass sich die Menschen zeigen, dass sie sich vernetzen und dass es keine Werbeveranstaltung werden soll für Parteien oder irgendwelche anderen Organisationen, die meinen, sie machen etwas für die armen Behinderten. Alles klar, vielen Dank. Auf einem Plakat steht Enteignung aller Kliniken und Heime unter Kontrolle von Patientinnen und Patienten. Der Musikwagen führt die Parade an. Auf dem Banner steht das Motto. Ein Rollstuhlfahrer mit dem Plakat Barrierefreiheit und Menschenrechte statt Almosen. Der Elektrorollstuhlfahrer trägt ein Plakat mit der Aufschrift Mehr barrierefreier Wohnraum. Blick von oben auf den Demonstrationszug. Zu sehen sind viele Menschen beim Demonstrieren. Ich bin Tarek, ich bin 4 Jahre in Deutschland und ich komme aus Syrien. Ich bin geflüchtet, weil in Syrien so Krieg gibt. Ich bin auch hier, dass die Leute verstehen, also dass niemand ist besser als der andere. Warum bin ich hier? Um wieder Gleichgesinnte zu treffen und zu zeigen, dass wir keine kleine Gruppe sind und auch mal Thema Barrierefreiheit wichtiger ist, als Menschen denken. Die demonstrierende Gruppe hält ein Plakat, Mann oder Frau? Nein. Inklusion ist da, wo keiner mehr rüberredet, wo läuft. Also einfach, dass jeder Mensch
teilhaben kann. Weitere Demonstrationsteilnehmer tragen ein Plakat mit der Aufschrift Nicht alle Löffel im Schrank. Ein Travestiekünstler mit lila Schleier und reich geschminktem Gesicht steht in der Menge. Der Demonstrationswagen in Pink mit der Aufschrift Barrieren ins Museum fährt in der Menge. Plakat mit der Aufschrift Es sind nicht wir, die nicht passen, sondern die Verhältnisse. Ein Plakat mit dem Slogan Rassismus tötet tanzt vorbei. Der Demonstrationszug von weitem. Eine Ansammlung unterschiedlichster Menschen. Heute bin ich hier, weil für die behinderten Leute und nicht behinderten Leute, dass die Gleichberechtigung kam und dass die mit die Party feiern können, wie wir, und nicht ausschließen sollen, die, dass sie auch mal rauskommen mit den Rollstühlen und dass man mit denen reden kann und alles und Fahrten alles machen kann mit den Leuten, das macht Spaß. An einem Fahrradanhänger sind zwei Plakate montiert. Schweren Herzens leichtmütig werden. Kein Mensch muss fröhlich sein. Ich denke, durch die UN-Behindertenrechtskonvention ist viel passiert. Es hapert in Deutschland noch ziemlich an der Umsetzung, gerade was die Einstellung von Behörden, Krankenkassen etc. angeht. Aber wir haben durch die Möglichkeiten, selbstbestimmt zu leben, aufgrund persönlicher Assistenz oder was es eben sonst noch gibt an Unterstützungsformen, doch eine ganz große Freiheit durch die Behindertenrechtskonvention bekommen. Warum bist du heute hier? Ich bin hier, weil ich Spaß am Leben habe, weil ich Freude am Leben habe und weil das Leben weitergeht, auch wenn man noch so krank ist und im Rollstuhl ist. Und deswegen habe ich Freude am Leben und Spaß. Und ich muss sagen, jetzt könnte ich Bäume ausreißen. Oh, ich finde gut die Veranstaltung, dass hier eben auch Menschen mit Handicap hier und Leute ohne Handicap zeigen, dass sie gemeinsam für ihre Rechte einstehen wollen. Ne? Und wie findest du das? Ich finde es klasse. Ich finde es prima, dass sich hier Leute finden, die dafür aktiv sind und sich für die Rechte von betroffenen Behinderten einsetzen. Was haltet ihr von dem Thema Inklusion? Wir kommen ja aus Baden-Württemberg. Die haben sich das da groß auf die Fahnen geschrieben, Inklusion. Aber was da gerade gemacht wird, ist eigentlich, hat mit Inklusion nicht mehr viel zu tun, weil die Rahmenbedingungen einfach nicht stimmen, um das wirklich leisten zu können. Welche Rahmenbedingungen sind das? Also bei uns in der Schule zum Beispiel, ne, dass eigentlich viel mehr Unterstützungsmöglichkeiten gegeben sein müssten, dass mehr Kräfte an der Schule aktiv sind, die begleitend unterstützen, dass die Klassensituation bei uns ziemlich schwierig ist, weil sehr viele Kinder in einer Klasse sind, dass die Lehrkräfte überwiegend überfordert sind, und da stimmen einfach die Rahmenbedingungen nicht und da müssen wir dringend was machen. Ich bin der Thomas und ich komme von der EPSEC Network und wir haben den ersten barrierefreien Notruf, den man weltweit nutzen kann, ohne zu sprechen. Da haben wir praktisch für Menschen, die nicht sehen können, haben wir zum Beispiel einen Taster verbunden mit Bluetooth, mit dem Smartphone. Und dann kann man mit einmal drücken, praktisch lang die Feuerwehr anrufen bzw. kontaktieren und mit zweimal drücken lang kann man dann die Polizei kontaktieren. Und habe ich das richtig verstanden? Ich kann es runterladen im Internet oder wie? Genau. Wie komme ich da dran? Genau, wir haben eine App, die kann man im Internet runterladen, kostenfrei weltweit. Und dann kann man die selber konfigurieren mit seinen persönlichen Angaben, mit seinen gesundheitlichen Angaben, die immer dann auf dem Handy liegen, beim Nutzer selber und nirgendwo in der Cloud. Und werden dann erst im Notfall übermittelt an die Rettungskräfte, Polizei oder Angehörigen, je nachdem, wo man den Notruf hinhaben will. Der Wagen zum Ausruhen fährt in der Menge. Blick auf den Demozug von oben. Wie hat's dir denn heute gefallen? Sehr schön. Also sehr, sehr schön. Gute Stimmung und natürlich auch schön mit dem Wetter. Und bin froh, dass ich sozusagen mitlaufen kann. Ein Elektrorollstuhlfahrer mit leuchtend orangem Zylinder fährt mit. Was könnte man noch mehr tun für Menschen, die eine Behinderung haben, wie du, im Rollstuhl? Man sollte sie mehr helfen. Also manche Leute, also zu sehen einen Rollstuhlfahrer, da der irgendwelche Probleme hat, also die helfen ihnen einfach nicht, lassen einfach ihn, also und gehen einfach weiter. Im hinteren Teil der Gruppe bewegt sich ein Demonstrant mit Totenkopffahne.
gerade bei der Deutschen Bahn ist noch viel zu tun. Es gab jetzt kurzfristig zwar schon ein Gutachten, das den Mobilitätsservice 24 Stunden fordert, aber die Umsetzung ist noch nicht da. Da muss viel passieren, weil gerade die Bahn für Menschen mit Behinderungen auch eben viel die Möglichkeit bietet zu reisen. Die Kamera bewegt sich im Demonstrationszug. Die Teilnehmer sind von hinten zu sehen. Für mich ist es wichtig, dass man eben uns als Menschen mit Behinderung oder auch Behinderte wahrnimmt. Und ich finde es ganz gut, dass hier jetzt auch groß Medienpräsenz war im Vergleich zu anderen Veranstaltungen. Aber ich denke, eigentlich muss sehr viel von uns getan werden, damit wir mehr Aufmerksamkeit kriegen, immer wieder nochmal verdeutlichen, dass es wichtig ist, dass unsere Rechte gestärkt werden und auch durchgesetzt werden. Der Musikwagen führt die Demo an. Ich bin jetzt das dritte Jahr dabei und ich tanke immer bei solchen Demos Kraft und wünschte mir, dass wir ein kleines bisschen mehr Hilfsmittel bekommen, damit man ein kleines bisschen besser zu Hause zurande kommt. Demonstrationszug kurz vor der Ankunft am Cottbuser Tor. Ich denke, es wäre einfach wichtig, dass noch mehr Menschen mit Behinderung auch in die Politik und in die Medien kommen. Und zwar nicht nur als Beitragsopfer, sondern eben auch als, Person, die eben was zu sagen hat. Moderator, Politiker, was auch immer. Ein Polizeiaufgebot sorgt für die Sicherheit. Der Musikwagen und das Motto-Banner treffen ein. Wenn du so die Inklusion betrachtest, jetzt in Deutschland aktuell, was läuft gut und was läuft deiner Meinung nach noch nicht so optimal? Also eigentlich läuft das meiste nicht so optimal, oder? Überhaupt, allein die ganzen U-Bahn-Stationen, die ohne irgendeinen Fahrstuhl sind und so weiter. Also mir fallen nicht so viele Sachen ein, die sich in den letzten Jahren verändert haben. Wie hat es dir denn heute so gefallen? Würdest du nächstes Jahr wieder hingehen? Ich hätte sogar Lust, nächstes Jahr eventuell ein bisschen mitzuorganisieren, wenn sich da was ergeben würde. Und ja, ich will noch mehr Leute mobilisieren, dass die mit mir mitkommen und Party machen. Ein Film von Laura Mensch, Celia Korn, Anja Enders, Guido Korn, Adrian Sninani, Linus Bade, Renate Müller. Medienpädagogische Leitung Volker Hoffmann. Gefördert wird das Medienprojekt Berlin durch die Aktion Mensch, gedreht im Jahre 2019.